Hallo liebe Haustierfreunde, Luna und ihre Freunde sind in Stuttgart angekommen. Hier testen sie das Relaxa Waldhotel Schatten auf seine Hundefreundlichkeit. Kommt mit! Nachdem Luna und ihre Freunde an der Rezeption eingecheckt haben und den Zimmerschlüssel bekommen haben, schauen wir uns nun das Zimmer an. Komm mit. Komm mit. Ui. Guck mal, ich sehe da schon was. Guckt mal. Guck mal, hier ist noch ein Platz. Ja, du trinkst erstmal, ne? Jeder seinen eigenen Futter- und Trinknapf und jeder eine eigene Decke. Das ist toll, ne? Ja. Guck mal, Luna, hier ist noch ein Napf. Luna probiert einmal aus jedem Napf. Guck mal hier drüben. Luna. Hier geht's weiter. Guck mal. Das ist ja schön. Oi. Guck mal hier. Herrchen und Frauchen haben auch ein paar Kleinigkeiten im Zimmer. Und wir haben auch einen ganz schönen Schlafplatz. Ja, das ist sehr schön, ne? Hier ist das Badezimmer. Auch mal alle gucken gehen? Wenn ihr für euren Hund den Vier-Pfoten-Service des Hotels zum Zimmer dazu bucht, dann erwartet euren Vierbeiner im Zimmer eine Decke, Näpfe, ein kleines Spielzeug und ein kleines Leckerchen. Und in unserem Fall gab es sogar für jeden der vier Hunde eine eigene Ausstattung. Im Restaurant sind Hunde zu allen Mahlzeiten angeleitet willkommen. Bei schönem Wetter kann man vor dem Hotel auf der Terrasse mit einem Eis den Tag genießen und auch für die Erfrischung der Hunde ist hier in Form eines großen Hundenapfes gesorgt. Direkt neben dem Hotel führt ein Weg in den Wald.
Ein Ausflugstipp des Hotels ist das Schloss Solitude. Es ist ca. 10 Minuten Fahrtweg vom Hotel entfernt. Hier im Schlossgarten sind Hunde erlaubt. Es ist auch kostenlos, hier durch den Schlossgarten zu laufen. Und wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Ein weiterer Ausflugstipp des Hotels und auch das beliebteste Ausflugsziel der Stuttgarter ist der Höhenpark Killesberg. Hier gibt es 50 Hektar Parkfläche für Zwei- und Vierbeiner zu entdecken. Luna und ihre Freunde haben das Relaxa Waldhotel Schatten in Stuttgart auf seine Hundefreundlichkeit getestet. Das Hotel bietet einen Vier-Pfoten-Service für den vierbeinigen Freund. Im Vier-Pfoten-Service zum Preis von 10 Euro pro Hund und Nacht ist eine Decke, ein Spielzeug, Näpfe und ein kleines Leckerli enthalten. An der Leine gehalten sind Hunde zu allen Mahlzeiten im Restaurant und auf der Terrasse willkommen. Sofern noch kein Wassernapf vorhanden ist, stellt das hundefreundliche Personal diesen jederzeit gern zur Verfügung. Das Hotel liegt etwas außerhalb von Stuttgart, umgeben von weitläufigen Wäldern und Seen, sodass man zu Fuß direkt vom Hotel aus mit dem Hund schöne Spaziergänge und Wanderungen machen kann. Stuttgart selbst ist mit dem Auto 10 Minuten vom Hotel entfernt. Dort kann man mit dem Hund kostenlos den Schlossgarten des Schloss Solitude oder den Höhenpark Killesberg besuchen. Unser Fazit: Sowohl Ruhesuchende als auch Städtereisende mit Hund finden im Relaxa Waldhotel Schatten die richtige Unterkunft. Hotel und Umgebung eignen sich gut für den Urlaub mit dem Vierbeiner. Somit können Luna und ihre Freunde euch das Relaxa Waldhotel Schatten mit dem besten Gewissen weiterempfehlen.